Die Carmen-Fantasie, die Zigeunerlieder von Brahms. In den Konzerthallen für klassische Musik taucht das Wort Zigeuner immer wieder auf. Hier steht es für große Gefühle, überbordenden Schwermut, für Wildheit. Aber diese Bezeichnung für Sinti und Roma gilt längst als abwertend und diskriminierend. Nun macht sich der junge Sinto Sandro Roy auf, die großen Konzertsäle zu erobern. Er ist ein Meister des Jazz, ein begnadeter klassischer Geiger und ein Kämpfer. Er fordert Respekt für seine Kunst, für sich und sein Volk. München, Prinzregententheater. Einer der berühmten Säle der Stadt. Nahezu ausverkauft. Live-Übertragung im Radio. Sandro Roy spielt mit dem Münchner Rundfunkorchester und elektrisiert das Publikum. Man nehme nur mal Franz Liszt oder Johannes Brahms, diese bauten Themen von traditioneller Gypsy-Musik in ihre Kompositionen ein und ließen sich gerne inspirieren. Und wenn ein klassischer Musiker heutzutage an Gypsys vorbeigehen will und die nicht beachten will, dann sitzt er auf einem sehr hohen Ross. Aus eigener Kraft ist er jetzt oben angekommen, Sandro Roy, geboren in Augsburg. Die Reuss zählten in Österreich bis in die 30er Jahre zu den berühmten Sinti-Musikern. Viele wurden von den Nationalsozialisten ermordet. Sein Großonkel war Geiger der Wiener Philharmoniker, bis ihm die Nazis die Zulassung entzogen. Noch heute Ressentiments gegen Sinti-Musiker. Ich kenne einige ganz hochrangige Musiker, die in dem besten Orchester sitzen, ich nenne keine Namen, und die verschweigen mit Absicht ihre Herkunft, weil sie denken, beim Probespiel benachteiligt zu werden, wenn sie Mozart spielen, dass man sagt, die spielen mit Zigeunerromantik Mozart. Und in diesem Zusammenhang wollen die nicht genannt werden und wollen einfach ohne Klischee Mozart spielen, wie sie es fühlen. Die erste Geige gab ihm sein Opa, die aber war zu groß. Die zweite, eine kaputte, bekam er vom Vater. Nur eine Saite und zwei Bogenhaare. Aber er merkte gleich, das ist mein Instrument, das will ich lernen. Den finalen Schuss gab mir dann eine Bekanntschaft mit einem älteren Herrn in unserem Volk, der mir eine Geige quasi auf der Wohnwagenreise in unmittelbarer Nähe des Lagerfeuers, was wir traditionell hatten, gegeben hat. Und ich war ab diesem Moment nie mehr wegzukriegen von der Geige. Und mein Papa musste mir einen Geigenlehrer suchen. Es gab ein prägendes Erlebnis. Als Kind bin ich mit meinem Geigenlehrer zu einer Musikwoche gefahren. Und das war gemischt mit deutschen Leuten, Leute aus den Siebenbürgen. Und da durfte ich als Neunjähriger zulauschen, ganz zufällig vom Treppenhaus, wie besorgt eine Dame zu meinem Lehrer ging und fragte, ja, aber die klauen nicht, oder? Und wenn man sowas als Neunjähriger mitbekommt, denkt man sich auch, was habe ich denen getan? Warum sagen die sowas oder warum denken die sowas von mir? Kurz vor dem Auftritt im Prinzregententheater. Spannung. Er ist schon als Solist mit der NDR Big Band und der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen aufgetreten. Hat für den Bundespräsidenten gespielt. Trotzdem bisschen Aufregung. Sein wichtigster Auftritt bislang in München und Live-Übertragung im Radio. Gypsy Goes Classic heißt das Konzert. Es ist auch ein Schritt gesellschaftlicher Emanzipation. Sandros Botschaft? Wir Sinti sind keine Minderheit am Rand. Wir sind mittendrin. Er macht Musik, seit er denken kann. Vieles ist besser geworden, sagt er. Die jungen Leute mögen Gypsy Jazz. Vorurteile hört er auch immer seltener. Aber hundertprozentige Anerkennung ist noch nicht erreicht. Daran sind auch die Medien nicht ganz unschuldig. Was mich persönlich stört, ist die Berichterstattung über Sinti und Roma, die oft sehr falsch stattfindet. Wie man früher sagt, Zigeuner klauen die Wäsche von den Wäscheständern, ist auch eine Lüge. Ich kenne Sinti, die sind mit den besten Kleidern ausgestattet und die würden gar nichts anderes anziehen. Und da findet eine falsche Berichterstattung heute noch statt. Und ich würde mir wünschen, dass man einfach auch mal den seriösen Teil zeigt. Gypsy Jazz zwischen den Klassikern. Das Wort Zigeuner ist in der Musik positiv besetzt. Steht seit Liszt und Brahms für virtuose, vielschichtige Stücke. Und trotzdem bleibt es ein belastetes Wort. Sandro Roy ist angetreten, um das sein zu dürfen, was er längst ist. Ein Musiker. Hochtalentiert,
in der Mitte der Gesellschaft.